Lässt du dich auch manchmal von deinen Gedanken oder Gefühlen gefangen nehmen? Mit unserem Persönlichkeitstest für 0 Euro findest du heraus, wie emotional frei du bist. Mehr dazu in diesem Video. Emotionale Freiheit. Was heißt das eigentlich? Für mich bedeutet es, unabhängig von den Stürmen des Lebens handeln zu können. Frei entscheiden zu können, ob ich mich jetzt in eine Situation und vielleicht auch Emotion hineinbegebe und nach ihr handle, oder ob ich mich von ihr löse, etwas locker lasse und das tue, was mir gerade wichtiger ist. Ich möchte mir nicht so gerne die Zähne ausbeißen, Runde um Runde diskutieren und doch nicht weiterkommen, sondern meine Zeit und Energie in das investieren, was mir wichtig ist. Und wenn mich jemand zurückhält und mich vielleicht sogar emotional angreift, das eher abprallen lassen. Und damit kommen wir zu unserem Persönlichkeitstest. Der testet in 3 sogenannten Dimensionen, also Bereichen, wie emotional frei du bist. Das ist zum einen die Erfahrungsoffenheit, also bist du in der Lage, auch wenn es ein bisschen knusprig wird, Situationen einzugehen. Also zum Beispiel bemerkst du manchmal, dass du Gefühle und Gedanken nicht haben willst, dass du sie kontrollieren musst, dass du nicht fühlen darfst, was du fühlen willst, dann bist du nicht unbedingt offen für diese Erfahrung. Und da geht es nicht einfach nur, hey, ich bin offen für eine neue Erfahrung, um zu gucken, mag ich surfen, mag ich vielleicht reisen, mag ich bestimmte Länder, sondern es geht wirklich darum zu gucken, bist du auch offen dafür, etwas zu erleben, wenn du schon weißt, dass es sich auch unangenehm anfühlen kann. Bist du auch offen für die unangenehmen Empfindungen, die das Leben mitbringt, oder gehörst du zu den Leuten, die sagen, boah, nee, ganz weit weg, keine Lust. Eher, ich möchte kontrollieren, ich möchte mein Leben im Griff haben. Wir haben ja auch ein schönes Video zum Thema Kontrollbedürfnis gemacht. Falls du dich da wiederfindest, schau da gern mal rein. Der zweite große Bereich, die zweite große Dimension ist die Gegenwärtigkeit. Ich nenne es jetzt ganz bewusst nicht im ersten Augenblick Achtsamkeit, obwohl es für mich persönlich dasselbe ist, weil mit Achtsamkeit oft auch etwas Spirituelles verbunden wird. Gegenwärtigkeit bedeutet für mich viel stärker im Hier und Jetzt sein. Also die Gegenwart wahrzunehmen, denn die Gegenwart ist das, was wir beeinflussen können. In der Gegenwart können wir spüren, in uns hineinspüren, wie geht es mir gerade mit der Situation. Und das kannst du mit so profanen Sachen bemerken, wie hier in Hamburg ist ja oft eine steife Brise am Haufen. Mal zu gucken, spüre ich eigentlich den Wind auf meiner Haut? Bin ich auch jemand, die in Gesprächen wahrnimmt, dass es mir mit diesem Gespräch oder mit dieser Person gerade eigentlich gar nicht gut geht? Oder bin ich jemand, die erst im Nachhinein denkt, oh Mensch, das habe ich gar nicht bemerkt, dass das so schlecht gelaufen ist für mich, dass ich mich da so ungut gefühlt habe. Da schauen wir also, wo stehst du auf dieser Dimension? Und die dritte und letzte Dimension ist das wertegeleitete Handeln. Noch einmal ganz wichtig ist mir an der Stelle zu betonen, Werte sind aus psychologischer Sicht keine Moralvorstellungen. Werte sind die Dinge, die dir im Leben wirklich wichtig sind, der Mensch, der du sein möchtest. Wie ich eingangs gesagt habe, egal wie es um mich herum stürmt, wer alles irgendwas von mir will, ich richte mein Handeln nach dem aus, was mir wirklich wichtig ist. Werte und Ziele hängen dabei eng zusammen. Ziele kann man abhaken und die können auch einzahlen auf meinen Wert. Wenn ich zum Beispiel dabei bin, gerade eine neue Partnerschaft zu suchen, dann bemerke ich, dass mir vielleicht auch Gemeinschaft und Geselligkeit ganz wichtig ist, weil ich gerade wieder mal in Gruppen unterwegs war, wo ich neue Leute kennengelernt habe. Während wenn ich alleine zu Hause hocke, ich mich eigentlich gar nicht so gut fühle. Und diese Gruppen geben mir ein gutes Gefühl auch außerhalb der Partnerschaft. Das heißt, Gemeinschaft ist dann vielleicht ein toller Wert für mich. Kontakte haben, Kontakte pflegen, vielleicht sogar auch hilfsbereit sein auf dem Weg. Bei anderen mal zu gucken, mal zuzuhören. Oder mag ich das eher gar nicht? Bemerke ich, ich bin eher gerne für mich? Und das ist wieder völlig wertfrei. Denn Werte sind ähnlich wie der Geschmack. Also ob du jetzt
Schokoladeneis lieber magst oder Erdbeereis oder ganz was anderes, darüber können wir irgendwie diskutieren. Natürlich gibt es auch immer mögliche Argumente. Das eine ist vielleicht ein Sorbet, das andere hat Milchprodukte drin. Oh, da können wir wieder vegan, nicht vegan diskutieren. Im Kern ist der Geschmack mir überlassen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und so ist es mit den Werten auch. Und wenn du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, würde ich dir empfehlen, unten in der Beschreibung ist unser Persönlichkeitstest für 0 Euro verlinkt. Wie emotional frei bin ich? Und dieses Dreierkonstrukt, wir nennen das auch das Triflex der ACT, der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, das zielt wie immer bei der ACT auf die psychische Flexibilität ab. Also das, was ich mit den Stürmen vorhin gesagt habe. So, wenn es draußen stürmt, ne, gucke ich mal, dass ich mich irgendwo unterstellen kann. Oder auf dem Meer, wenn ich mal wieder im Wasser unterwegs bin, wie ich ja so gerne bin, dass ich einen Anker setzen kann. Übrigens auch eine tolle Übung für die Achtsamkeit und um diese Bereiche mal abzustecken, zu spüren, was ist gerade in mir, dem auch Raum zu geben, also die Bereitschaft, diese Erfahrungsoffenheit, die ich angesprochen habe. Und gleichzeitig zu bemerken, ich bemerke, dass hier ein Gefühl ist und ich kann gleichzeitig was machen. Ich kann auf die Zehenspitzen gehen oder ich kann mit der Welt interagieren, mit dir in diesem Video gerade. Das ist natürlich ein bisschen einseitig, weil ich tatsächlich nur mit der Kamera interagiere. Und trotzdem ist das ja außerhalb von meiner Person. Die Zehenspitzen gehören zu meinem Körper, die Kamera ist etwas außerhalb von mir. Kleiner Exkurs vom Anker setzen. Viele weitere Sachen findest du in unserer Übungsplaylist. Da lohnt es sich auf jeden Fall immer mal reinzuschauen. Doch jetzt, glaube ich, ist es Zeit, mal zu gucken, wie steht es eigentlich um deine emotionale Freiheit. Wenn du magst, melde dich gern für den Test nicht nur an, also melde dich, mach nicht nur den Test, sondern melde dich auch für eine persönliche, individualisierte Auswertung an, wo du direkt auch Übungsvorschläge für dich und dein persönliches Ergebnis mitbekommst. Ich würde mich freuen, dich da wieder begrüßen zu dürfen und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.